Was verbinden Sie persönlich mit Hotzenplotz? Großen Respekt. So, es ist so ein Märchen meiner Kindheit und wurde ja schon von zwei großen Schauspielern dargestellt. Also ich habe größten Respekt vor der Figur. Sie sagen Märchen der Kindheit, haben Sie es damals gelesen, wurde vorgelesen, wie war das? Ich habe es versucht zu lesen, ich konnte noch nicht sehr gut lesen. Die Bilder haben mich sehr interessiert, die Illustrationen. Und es ist halt so eine erste Konfrontation mit dem Verbrechen als Kind, damals in den 70er Jahren. Es ist ja eine Räubergeschichte, Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal was geräubert, geklaut? Ich denke ja, ich habe aber nur Schokolade. Das Einzige, was ich geklaut habe, war Schokolade, weil ich den Preis für zu hoch empfand für die Schokolade. Ist aber sehr lange her. Ihr Beruf, Schauspieler, Sie sind ja auch am Burgtheater, Sie machen, spielen viel. Was macht diesen Beruf für Sie zum Traumberuf, wenn man das so sagen kann? Ja, es ist auch ein Traumberuf, nicht immer, wie jeder Beruf. Ja, dass man noch ein bisschen, ach, das klingt jetzt so abgedroschen, dass man so ein bisschen Kind sein kann. Wobei, je älter man wird, desto seltsamer wird es, sich Bärte aufzukleben und seltsame Kostüme anzuziehen. Man wird auch ein bisschen zu alt dafür. Aber man darf halt Dinge spielen, Situationen spielen, die man so im realen Leben Gott sei Dank nicht erleben muss. Aber man kann sich ein bisschen ausleben. Es ist ja ein Beruf, der auch viel Kraft kostet. Was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Ich nutze viel mehr die Zeit zwischen den Projekten oder zwischen den Proben, nutze ich viel mehr. Und bin eigentlich auch ein sehr privater Mensch. Das gelingt mir ganz gut, immer besser. Letzte Frage, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, wie werden Sie feiern? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Weihnachten ohne Geschenke, mein Kind ist jetzt schon erwachsen, eigentlich ganz gut ist. Ohne Geschenke, gut essen, entstresst ein bisschen. Wir schenken uns sonst zu allen möglichen Gelegenheiten was, aber das ist ganz gut, ohne Geschenke mal zu feiern und ohne Nachrichten und im Kreise der Liebsten. Vielen Dank. Danke. Danke. Dankeschön. Danke.